Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, unser Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat gleich zu Beginn seiner Rede, und das will ich auch verstärken, ganz intensiv und extrem der Arbeit der Betriebsrätinnen und Betriebsräte gedankt. Denn sie machen einen wichtigen Job und sind oftmals in einer Sandwich-Position. Und die machen diesen Job gerne. Sie machen den Job Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte lang. Und ich will dieser Dank auch erweitern an alle Personalrätinnen und Personalräte in diesem Land. Denn die Mitbestimmung stärkt, sie hilft und sie fördert. Sie stärkt die Demokratie, nämlich das Abwägen miteinander, das Kompromisse finden, das Meinungen zuhören, der Austausch und Lösungen zu suchen. Es hilft für die Integration, für viele Menschen, die zu uns kommen, in die Arbeitswelt hineinzukommen und durch die Arbeitswelt auch in die Gesellschaft hineinzukommen. Und Mitbestimmung fördert Gesetzestreue. Es wird geguckt, ob der Mindestlohn eingehalten wird. Es wird geguckt, ob die Arbeitszeit eingehalten wird und vieles, vieles mehr. Und ein Betriebsrat und eine Betriebsrätin, die ist oft ganz lange im Betrieb, ihr Leben lang. Und die haben ein ganz großes Interesse daran, dass es im Betrieb gut geht und dass die Beschäftigten ihre Kolleginnen und Kollegen ein Stück von diesem Kuchen abbekommen. Und ich selber war vor 28 Jahren, habe gerade nachgerechnet, selber freigestellter Betriebsrat. Und ich war damals, Kollegin Feschl, auch 26 Jahre alt. Und die Motivation war nicht, dass es mir jetzt plötzlich viel, viel besser geht. Aber meine Motivation war schon, mich auch zu entwickeln und nicht, dass ich stehen bleibe und dass es schlechter geht. Und genau das ist durch dieses Gerichtsurteil vom Bundesgerichtshof, und es haben sehr viele darüber gesprochen, Kollege Kronenberg, Kollege Psirske, Jan Thieren hat darüber gesprochen, Michael Gerdes, das ist jetzt nicht so deutlich gewesen. Und ein großer Sportwagenhersteller aus Stuttgart, dessen Namen ich nicht nenne, da ist einer 2002 als Kfz-Mechaniker angefangen und 2022 war er vergleichbar als Servicetechniker. Und dann haben die gesagt, und jetzt wirst du zurückgestuft wie für 2002. Das ist irre. Und mit diesem Gesetz schaffen wir Klarheit. Mit diesem Gesetz haben wir eine gute Basis für die Kolleginnen und Kollegen. Und lasst mich die letzten 24 Sekunden hier auf der Uhr auch noch nutzen, um mal über Streikrecht zu sprechen. Hat jetzt nicht direkt was mit Betriebsräten zu tun, aber unmittelbar schon mit Mitbestimmung, mit Tarifverträgen. Und wer jetzt die Hand an das Streikrecht legen will, weil manche Beschäftigte 5 Tage im Jahr streiken und 360 Tage im Jahr dafür sorgen, dass nämlich alles läuft, da hat Deutschland nicht ein Problem mit zu langen Streiktagen. Wir haben höchstens ein Problem durch zu lange Grußworte, die gehalten werden. Vielen Dank.